Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Infamous Second Son. Ja, wir sind am Start. So, wir haben wieder ein bisschen Missionchen offen. Moment, wo haben wir denn die DOP da oben? Also, räumen, also ja, kommen wir mal da ein bisschen Mission heute. Wir haben eh nicht viel zu tun, quasi. Also wir haben schon viel zu tun. In der letzten Folge haben wir uns ja die Busse geholt. So. Einmal den Verdächtigen gerettet. So, also, wie gesagt, wir machen heute weiter. Auf jeden Fall. Irgendwo hier ist nämlich ein... Tschüss. Warte mal, hier ist irgendwo eine Drohne, da oben. Aber. So, Ländern des Weges ist jetzt fast komplett in unserer Hand, aber hier muss immer noch ein Geschütz. Komm hoch. Ist immer noch ein Geschütz oder was? Hör mal. War cool angegriffen. Das war so eine Gang oder was? Okay. So, dann machen wir heute mal ein bisschen... mit der Mission, weil wir wollen ja die Stadt so langsam wieder auf unsere Hand bringen. Das ist ja wohl auch der letzte Viertel. Aber es würde mir zu schnell gehen, wenn wir jetzt nicht die Mission machen. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich mache euch mal das Lied ein bisschen romantischer hier. Hey, was ist denn heute los? Yippee-yay. Schweinebacke. Warte mal. Reggie auf der Flucht. Wenn ich sowas anhätte, würde ich es schnellstens loswerden wollen, weil... Also, weil sie potthässlich sind. Und weil sie förmlich schreien, greif mich an. Ich bin ein potenzieller Bioterrorist. Also braucht man einen ruhigen Ort, um sich umzuziehen. Mit einer verschließbaren Tür. Und einer Sitzgelegenheit. Ein Dixie-Klo wäre perfekt. Zwei Fliegen mit einer... So. Warte mal. Super. Mobbing in zwei Sprachen. Guter Anfang. Aber auch. Ja, okay. Das Klo ist leider nicht besitzt. Wir sollen geflohene Konduits finden. Das wäre zu einfach, wenn wir jetzt wirklich alles... Naja, wir kriegen das schon hin. Nein. Da ist das nächste Klo. Aber hier muss auch mal eins sein. Ich sehe es nur gerade nicht. Zu blöd, um Klo zu finden. Nicht. Mhm. Gut.
Bei unserem Glück ist es natürlich, sitzt das Ding im, sitzt ja im letzten. Okay. Weiter geht's. Wir haben noch keine, nicht alle Toiletten durchsucht. So, warte mal, hier muss irgendwo noch eine sein. So, warte, hier ist noch eine. Okay. Das heißt noch drei Toiletten. Ja, Mai, noch zwei. Also zwei Conduits müssten sind es offiziell noch. Aha. Was sagte ich? Bestimmt in der letzten. Hey, ich bin nicht vom DUP. Oder ein Spinner, der rumläuft und besetzte Dixie-Klos aufreißt. Nein, ich habe ihn zuerst gesehen. Diese Engel sind schnell. Scheiß Kamerasteuerung, die Kamerasteuerung jetzt gerade. Ja. Hey Dalton, ich bin im Lantern District. Bist du noch hier? Ja, wird auch Zeit, dass du kommst. Was ist hier los? Ich lasse dich ein paar Stunden allein und plötzlich stürzen sich Engel auf die Menschen. Muss mit dem Conduit zu tun haben, den wir suchen. Ich habe einen Haufen DUP-Häftlinge befreit. Ich glaube, einer ist unser Mann. Ein Glück, dass der große Bruder da ist. Flüchtige finden ist mein Job. Na, dann halte Ausschau nach jemanden in einer schwarz-gelben Weste. Auf dem Hing-Hei-Market lag so eine. Wohl sauschwer auszuziehen. Überall Schlösser. Mensch, Brüderchen. Du bist doch ein echter Personenjäger. Wenn wir zurück sind, kannst du mein Deputy werden. Dann hättest du auch mal einen Job. Oh, nein, danke. Ein Cop in der Familie ist peinlich genug. Okay, wir müssen also wieder weiteren geflohenen Conduits. Also müssen wir weiter gesuchte Leute finden. Was dagegen, wenn ich mich anschließe? So. Gut, dass wir uns immer wieder aufladen können.
So. Okay. Wir müssen irgendeinen Kran hoch. Gut. Ich mache keinen Quatsch. Ich bin genial. Ich mache keinen Quatsch. Hey, du da oben. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir setzen die Jagd auf den Boden fort, wo es sicher ist, und du kriegst 10 Sekunden Vorsprung. Okay, komm. Nein, nein! Nein, nein! Oh, gut gefangen, Partner. Super, welche eine Überraschung. Jetzt haben wir den... Aua! Schöpfer der Engel nervt mich echt. Die schnappen sich alle Conduits und ich komme nicht nach. Und? Alles beim Alten? Als wären die Engel nicht schon schlimm genug, macht auch noch so eine fiese Gangjagd auf die Westenträger. Ja, das sind Akulas. Eine fiese Schlägerbande, die im International District ihr Unwesen treibt. Halte dich von denen fern. Soweit so gut. So, einer noch. Die sind echt der allerletzte Dreck. Definitiv, jetzt krieg ich gerade ein bisschen Besuch. Hey, wir treffen uns am Dixie. Hör mal, ich weiß ja nicht, was... Vertrau mir. Ich bin ein Cop. Das erwähnst du wohl ganz gerne mal, was? Ich muss mich wieder ein bisschen aufhalten. Auf. Zurück. Das mit dem DOP, das machen wir noch auf jeden Fall. Aber auch nicht jetzt. Wir sollen uns erstmal wieder an ein Dixie-Klo begeben. Eins davon denen. Welches ist es denn? Oh, findet schon richtig. Schick. Was sagst du? Ich meine, war ein bisschen schwer anzuziehen, besonders da drin. Da war wohl jemand im Thai-Imbiss. Aber was sagst du? Jag mich. Du willst, dass ich dich jage? Ja, ja, ja. Jag mich, schieß auf mich. In meine Nähe. Meine Nähe. Und dann sehen wir, was passiert, wenn die Engel aufkreuzen. Ja, weil meine Trefferquote bei den Engeln auch so unglaublich hoch ist. Noch mal weggerotzt. Bringen sie dich sonst wohin? Ich weiß, okay, hör mal. Du verlierst doch immer dein Telefon und benutzt meins, um es zu finden. Und wir haben eine GPS-Verbindung. Du bist also ein großes, laufendes Ortungsgerät. Okay. Gut, aber alles muss aussehen wie echt, okay? Nicht zu echt. Nur echt genug, um die Engel zu täuschen. Kapiert? Ein Treffer in die Stirn würde echt aussehen. Nein, nein, nicht. Bau einfach keinen Scheiß. Nicht schlecht. Oh, und ob ich ein Arsch sein werde. Fürchtet mich! Ich bin ein Bioterrorist! Fliegt eure Angst! Denn ich habe Kräfte! Furchtbare, hässliche, gemeine Superkräfte! Oh nein! Ich ergebe mich niemals! Ich bin ein Bioterrorist! Ich fresse Kinder und, Kätzchen! Mit Conduits tun sowas gar nicht. Welt, spüre meine Kräfte! Verneige dich vor mir! Ihr müsst euch nicht verneigen, echt. Flieh den Feind!
Boah, lauf doch schneller. Schmelz euch die Gesichter mit dem kleinen Finger weg. Und Cops sind ein Messer. Erfolgreich gestartet. Hey, verfolge mein Handy. Und sei kein Arsch. Ja, aber die mich an, aber die mich jetzt. Fuck you. Erfolgreich gestartet. Hey, hey, verfolge mein Handy! Und sei kein Arsch! Komm mal hoch zu euch da. Videoengel, damit hätte ich rechnen sollen. Mhm, ist eine Überraschung. Der nächste. Oha! Muss ich jetzt mal ein bisschen wieder aufheilen. Uiuiuiuiui.
Boah, Alter. Ich muss diese Scheiß. Da, wo sind die? Oh, geht die mir mittlerweile echt auf den Bild, auf die nächste Scheiß Bissviecher. So, der ist auch zerstört. Die Ecke ist jetzt, glaube ich, durch. Ist das Level immer noch? Ah, es ist immer noch so ein Ding, ne? Habe ich das denn hingekriegt eben? Der ist down, jawohl.
muss eigentlich fast auf die Engel scheißen. Ja, die haben mich nicht lieb, das weiß ich auch. Ah, leck mich doch. So, einen haben wir noch. Hei, hei, hei. Fand ich schon eh immer doof. So, haben wir's? Puh, lange hat's gedauert. So blöde Idee. Oh, was zum Teufel? Puh, das muss ich dir echt lassen, großer Bruder. Du machst dich toll als Köder. Was? Es hat doch funktioniert. Wir haben die Höhle des Engelkonduits gefunden und schalten ihn aus. Also, kommst du mit oder was? Ich werde diesen Mist ausziehen. Und dann werde ich mich in den Schlaf heulen. Da unten muss ein Haufen seltsamer, stachliger Viecher sein. Und das, Bruder, ist dein Ding. Oh mein Gott. Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Es war doch dein Plan. Jo. Dann haben wir das mit den Engeln Gott sei Dank erledigt. Gut, dann würde ich sagen, wir mal feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Genau, die Mission ist abgeschlossen. Wunderbar, Reggie auf der Flucht. Yeah. Und das, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall, wenn wir danach wieder da unten rein müssen. Bis dahin. Tschüss.